Der OP-Goldapfel ist eines der stärksten Items im gesamten Spiel. Man ist nicht in der Lage, dieses Item zu craften. Es kann nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit aus Strukturen gelootet werden. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 150 Stück in einer Session als großes 1,5 Millionen Abonnenten-Special zu sammeln. Ich bin unglaublich stolz, euch dieses Video heute hier präsentieren zu dürfen. Es steckt unfassbar viel Arbeit drin, deswegen lasst unbedingt einen Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, das Ganze, was ich mir vorgenommen habe, ist überhaupt möglich. Und schaut bei den neuen Cosmetics vorbei. Mit dem Code BASTIGRG könnt ihr 10% sparen. Viel Spaß mit diesem 1,5 Millionen Abonnenten-Special. Das kann hier eventuell das extremste, besonderste oder eventuell auch das dämlichste, was wir jemals gemacht haben in Minecraft werden. Und das sage ich, nachdem wir zweimal probiert haben, einen Full Netherite Beacon in 24 Stunden zu machen. 1,5 Millionen Follower auf Twitch, 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Das große Special. 150 OP-Gaps in einer Session. Ranholen mit diesem Traum-Squad. Stegi, Heiko und ich, wir werden etwas versuchen, wovon wir keinerlei Ahnung haben werden, ob das möglich ist, ob wir... Also, wir gehen davon aus, das wird mehrere Tage dauern. Wir werden das Ganze am Stück machen in einem riesigen XXL-Livestream und werden erst aufhören, sobald dort oben rechts der Counter auf 150 OP-Gaps steht. Ich bin ready. Was ich also? Bin ready und ich bin Stegi von diesem Squad gerade. Es geht los in 3, 2, 1, go! Lasst uns Minecraft spielen und... Lass es uns starten. Wir haben jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel über einen großen Plan geredet, aber es sollte eigentlich relativ selbstverständlich sein, was wir am Anfang machen. Und zwar, Stegi. Wir werden uns jetzt erstmal equippen, wir werden uns versuchen, ganz schnell eine Leiter zu holen, Minecraft durchzuspielen. Und dann werden wir so viele Äpfel finden, wie es geht. Ja, also ich würde sagen, der Plan sollte sein, Minecraft durchspielen, Elytra, Endcities, krassen Stuff ranholen, erstmal sich equippen, Rüstung ranholen, alles, was dazugehört. Und dann logischerweise mit der Elytra in Dungeons fliegen, in denen man am besten halt OP-Gaps finden kann. Da braucht man immer noch eine Menge Glück und auch ein bisschen Skill. Und ja. Kann auch sein, dass wir sterben werden und einfach immer wieder OP-Gaps verlieren werden. Aber dieser, ich sag mal so, der Nervenkitzel macht's ja erst recht so spannend, nicht wahr, Jungs? Ja. Das ist riesig. Ja, so, das, aber ich freue mich sehr, dass ich das gemeinsam mit euch machen kann. Und ich find's unfassbar nice, was 2023 für, also was für Sachen hier immer wieder auf uns warten und was für krasse Aktionen hier gestartet werden. Dass du denen doch immer kommst. Das ja, das stimmt. Du bist ja eigentlich, es ist nicht so, als wenn es einfach vom Himmel fällt. Das ist gerade irgendwo den Punkt, an dem du dir dachtest. Moment, 150, also 1,5 Millionen. Ja doch, OP-Goldäpfel, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es, ja. Hier ist übrigens ein Dorf. Ja, also ich habe auch die Rechnung mal durchgezogen, was 1,5 Millionen Items, was das halt so umgerechnet bedeutet. Das sind ungefähr 440 Double-Chests. Ich hatte mal so eine Rechnung gehabt mit so Diamanten, 1,5 Millionen, aber das habe ich dann auch wieder ein bisschen verworfen. Und ich finde, 150 ist ganz nice, ist sehr, sehr besonders. Und Heiko, da vorne ist ein Rune-Portal. Da ist der erste drin. Glaubt ihr, das, was wir hier machen, ist möglich? In einer Session. Was denkt ihr für eine Zeit werden wir brauchen, um so viele OP-Gaps ranzuholen? Und drittens, wo werden wir den ersten OP-Gap finden? Ja, habt ihr direkt mal einen kleinen Roman, den ihr in die Kommentare schreiben könnt, aber ich sage euch so viel. Erst, das wird so das krasse Zeichen sein, wenn der jetzt direkt hier ist, ne? Hab ihn nicht. Aber muss ja, wäre auch langweilig, weil dann wären wir ja schon fast fertig. Es wird auch so sein, dass wir vermutlich, also ich hoffe nicht, wenn es jetzt halt mehrere Tage dauert, es wird auch wahrscheinlich passieren, dass wir während des Streams auch mal schlafen. Hey, was, ich habe eigentlich gehofft, dass ihr mehrere Nächte durchmacht. Wir gucken mal. Wir gucken mal, nach wie vielen Stunden wir, wo wir stehen und vielleicht werden dann auch nochmal Nächte durchgemacht. Aber so steht da, ich bin so, ja, okay, klar. Neben bin ich dabei. Ja, also ich habe mich darauf vorbereitet, dass wir durchmachen. Mal ganz kurz, Versammlung hier in der Dorfmitte. Ich habe hier nämlich eine kleine Besonderheit vorbereitet. Was? Guck mal, wo ist die Besonderheit? Boss, das, Alter. Das Trio mit den wunderschönen Schildern. Fühlt ihr euch damit sicher? Safe, oder? Ja. Schon. So, hier ist eine Höhle. Also hier sind auf jeden Fall... Hier ist noch ein bisschen was zu holen. Und Basti mit den ersten Diamanten. Jawollo! Ja, lass halt vielleicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich glaube, das wird sich lohnen, oder? So enchanten, ein bisschen. Bup, bup. Boah, ich habe viele okay. Dias. Oh, du bist hier. Oh. Hallo. Ach, hi. Na, du. Boah, das wäre jetzt schon cool, durch so einen Spawner, durch so einen Dungeon jetzt auf nebenbei. Mal so ein OP-Gap mitnehmen. Ich habe hier eine Mineshaft-Kiste, Basti. Oh, potenzielle Chance für ein OP-Gap, Heiko. Sollen wir mal gucken? Mach es. Keiner drin. Ja, noch ist der Counter auf null. Aber wir sind momentan. Am Equippen. Heiko? Skelett-Spawner? Skelett-Spawner? Zwei Kisten. Oh.
leider nur eine gespawnt. Oh. Nichts drin. Mann! Oh. Rune Portal, könnte das sein? Ja, ne? Ja. Yep. Boah, wenn ich den ersten hätte, dann bin ich raus. Okay, dann sag ich das richtig. Okay, ab jetzt Feierabend. 3, 2, 1. Nee, leider nichts. Ja, es wird noch kommen. Jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Wir sind aktuell bei 0 von 150, aber das ist nicht schlimm. So, Enchanter steht auch. Oh, Enchanter, geil. Man lebt nicht schlecht. Mending für 16. Jawoll! Das ist krass. Ich bräuchte nur 16 Emeralds. Ich hab ganz viel Holz, ich komme. Looting 3 für 28. Mach. Nein! Nevermind, hab ich nicht. Doch! Hast du deinen Reset? Nee, aber ich hab noch nicht getradet. Also ja, dann mach ich das, ja? Yes! Alright, ja, dann haben wir Looting, dann fehlt uns noch Unbreaking. Also, das wäre cool, aber irgendwie auch useless. 3 für 38. Ja, machen wir. Juhu! Alle Bücher, die wir brauchen, sind damit zusammen. Let's go! Dann fahre ich jetzt noch weiter Holz. Dann kümmere ich mich um Looting für euch beide noch. Dann kriegt ihr das hin, dass ihr dann Unbreaking Mending für alle einmal organisiert. Ich denke. So, das Squad zockt jetzt erstmal einen Raid, damit jeder auf jeden Fall einen Totem hat. Achtung! Es geht los. Attacke, Freunde! Na, Stegi, wir zocken den Raid, das macht überhaupt keinen Sinn, den Golem zu killen, hä? Nein, der hat mich Ey! Man sieht so Heiko und mich so gegen alle Raid-Atzen kämpfen, dann geht man um die Ecke, Stegi kämpft gegen den Golem. Hast du Bogen? Ja. Du machst ihn schneller. Oh Gott. Boss. Du kannst dir das Totem abholen. Okay, wo er genau liegt. Mitten im Schlachtfeld? Ja, da wo wir gerade Feuer waren. Nein. Oh mein Gott. Wir bauen noch ein Totem. Easy, Raid complete. Let's go. Dann jetzt noch die letzten Trades fertig machen. Und dann geht's ab in den Nether. Und dann wird man Minecraft durchgespielt. Okay, Jungs. Equip sieht gut aus. Equip sieht souverän aus, würde ich sagen. Der nächste Plan ist, Minecraft jetzt durchspielen. Wir haben 2 Stunden damit verbracht. Jetzt Looting 3, Unbreaking, Mending, ein bisschen Dias zu farmen. Die nehmen wir jetzt auch mit. Wir nehmen den Enchanter mit, wir nehmen den Anvil mit. Und jetzt holen wir uns Enderperlen, Blaze Rods, spielen Minecraft durch. Und dann geht es langsam in Richtung Elytra. Die wird nämlich sehr wichtig sein. Auf geht's. Kommt rein. Wollen wir Bastionen nicht gehen? Also wenigstens die 16... Ja, können wir, oder? Ist halt Bridge, das hat schnell die 16 Blöcke holen, oder? I got him! Jo, wir haben sogar eine zweite Bridge jetzt. Hab Festung! Boss, willst du schon einfach Blazes alleine machen, oder? Ja, ich geh mal in die Richtung. Also, ist noch ein Stückchen, aber... Boss! Moin. Alright, Jungs, jetzt langsam müssen wir mal langsam loslegen. 2,5 Stunden, noch kein OP-Gap. Aber dafür gute Vorbereitung. Ab durchs Portal und jetzt mal Minecraft durchspielen. Kannst werfen. Okay. Oh. Oh, guck mal hier links. Was denn? Oh, erste also, Ancient City. Genau danach werden wir immer wieder suchen. Also Berge mit, also genau diese Biome. Sieht by the way auch richtig schön aus. Frozen Peaks oder Jagged Peaks, Snowy Slopes, Grove Biome. Das sind all die Biome, nach denen wir nachher suchen werden. Denn dort werden wir unten meistens eine Ancient City mit der höchsten Wahrscheinlichkeit finden. Und das ist eben das, worauf wir suchen. Stegi, du darfst. Die sind auch voll schön, ne? Ja, voll. Ich bin set. Stegi, was mit dir? Ich hab... schon einiges an Fleisch und so dabei eigentlich so. Also ich weiß nicht, ob es genug ist, aber ja. Doch, das passt schon, glaube ich. Na dann, bauen wir uns runter, oder? Stronghold! Jawohl! Yeah! Start der Staircase. Boom! Let's go! Ja. Oh, Obacht geben. Oh. Obacht. Ja, oh, ciao, Jungs. Enderperle. Ciao, Stegi. Oh. Ja, Stegi, du hast 2 gesunde Beine, 2 Arme. Kannst dich auch mal ein bisschen rüberbauen. Ja, das stimmt. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir das mal zusammen gemacht haben, oder? Das stimmt. Ganz kurz, wer sammelt die Level ein? Wer hat denn die meisten? Ich hab 20. 21?
Oh, ich habe 23. Gut, dann musst du aber auch voll entscheiden, Stegi. Na klar. Stegi hat 19, du kleiner Lügner. Ich bekomme die Level. Der hat verarscht. Oh, warte mal, warte mal. Was? Jawoll! Oh, ich hab echt Angst gemacht, warte mal, ich dachte, was wäre das jetzt? Stegi, hast du eigentlich deinen Kürbis? Ja, aber nicht an. Okay. Ich zieh den nie an. Ja, ich glaube, Enzi, die wär schon geil, oder? Ja, ja. Alright, das ist stabil zum Full Enchanten. So, auf geht's jetzt in Richtung Entity. Ich würde sagen, jeder geht in eine andere Richtung, oder? Okay. Yo. Ey, ich bin da, Mann. Let's go. Ist es nicht? Ich fand, es war ein Craft. Dings mit Schiff. Numero uno. Ich auch. Oh mein Gott, ist das wichtig. Gleich, bist du nach links. Ah, du bist nach links gegangen. Du wolltest geradeaus gehen. Nee, bist du der Linke, aber ja. Ich bin der Linke. Oh, gibt's jemanden, der fliegen kann? Das wäre nämlich ich. Psycho, stabiler Typ. Dann kannst du ja für uns die nächste Leiter schon mal holen. Richtig. Hab auch eine. Let's go. Jawollo. Zweite. Nächste. Sehr gute Arbeit von Heiko. Zweite, Lytra. Boah, was eine Spitzhacke Hilfe. Heiko, bist du weit weg von Stegi? Könntest du ihm rein theoretisch vielleicht einen droppen? Ich bin 8000 minus 1300. Wo bist du, Stegi? Die Craftec-Regeln sind, dass sich jeder sich seine selbst fahren muss. Okay. Gut, meine dritte. Oh. Boah, Alter, das sind ja traumhafte Schuhe. Featherfalling fehlt mir noch. Bro, was finde ich hier gerade? Alright. Ich bin wieder bei uns im Dorf. Das ist bei 1700 und minus 1000. Und der Stuff ist jetzt auf jeden Fall erstmal stabil geupgradet. Spitzhacken, Rüstung, Schaufeln, alles ist am Start. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis dort oben rechts mal der erste OP-Gap steht. Boah, Jungs, darf ich mich in einen dieser krassen Berge hier schon mal runtergraben? Weil ich jetzt an den vorbeifliege? Klar. Dann gehe ich da mal runter in einen, ja? Ja. Ja, eins kommt. Ancient City! Oh, no way! Oh mein Gott! Die erste. Ja, okay, dann haben wir jetzt die ersten. Mal hoffen. Wachse ein. Mal hoffen, Jungs. Mal hoffen. Vier Kisten. Kein OP-Gap. Gibt das etwa die Quote an? Nope! Wir haben den ersten OP-Gap! Yeah! Let's go! Die 1 steht. Wir werden 6 Stunden fertig. Ja, easy. Problem ist, wir gehen halt leider die Raketen hier unten aus. Das ist ein bisschen neu. Aber das wird auch jetzt der erste Warden spawn. Was denn jetzt? Oh, ich bin ohne Lieferung zweit. Nummer 2 und 3. Yo! Alter, das geht ja viel zu schnell. Wo ist die Challenge? Ja, aber ich bin erstmal schon mal zufrieden jetzt. Das, ne, wenigstens 3 jetzt so, das ist echt stark. Er ist saugut, also for real. Also, die ersten 3 OP-Gaps aus der ersten Ancient City. Jetzt wird nochmal Stuff fertig gemacht. Und dann machen sich alle unsere 3 Helden in Richtung Looten. Heiko, willst du den Full Enchanter aufstellen? Das kann ich tun, definitiv. Ja, ich habe den Enchanter. Also, ich mache mir eine Axt, Schuhe. Ja, mehr brauche ich nicht. Und hat für euch die Bögen. Wenn ich was anderes Wichtiges Full Enchanten soll, sagt ihr mir Bescheid, ja? Hier, den kannst du schon mal... Boah, hä? Das habe ich noch nie. Full Enchanter einfach direkt einen Infinity-Bogen bekommen. Also das ist eigentlich sehr selten. Ja, dann Heiko, eine gute Reise. Dir auch. Wohin gehst du? Ist mir egal. Sag du, wohin du willst. Dann würde ich doch einfach mal hier Richtung Norden gehen. Bis dann. Mach's gut, Heiko. Bis irgendwann. Ich mache mich jetzt auch auf die Reise. Es geht los. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Level und so. Okay, Heiko, du fliegst in Richtung Norden, meintest du? Richtig. Na, dann macht sich Basti auf. Boah, was soll ich denn nehmen? Süden, Osten oder Westen? Dann ab in Süden. Die sehen sich nach Urlaub, Mann. Wird gemacht, Richtung Süden. Ja, was gerade im Chat steht, Pyramiden vielleicht smarter. Pyramiden auch top für OP-Gaps. Wir werden jede Pyramide mitnehmen. Aber das Problem ist, also wir werden halt nicht so viele Pyramiden finden. Ich bin bei Frozen Peaks. Schauen wir mal, oder? Gönn dir, grab dich einmal runter. Ja, voll mich an. Oh. Er hat eine! Ja! Oh, jetzt ist es jetzt schwierig. Ancient City Stegi, komm, kriegst du hin. Okay. Stegi. Nein! Hey, hier ist ein Cobblestone drüber. Oh nein. Hä? Wo ist ein Cobblestone drüber? Da ist Leuchtturm, da war Basti. Ich bin nach Osten gegangen. War Osten gut oder schlecht? Nein, ist ja richtig, aber das ist die ich am Anfang genommen habe, als ich rausgegangen bin. Das ist die wir vorhin markiert haben. Oh! Ja, oh?
Oh. Ja! Heiko! Ich hab dafür eine richtige! Heiko, Heiko, Alter. Heiko! Let's go! Also Pamela Reif hat 9,7 ja! Millionen. Wollo! Yeah! Oh, direkt ein Doppel! Ein Doppel plus 2 in die Bank! Etwas mainstreamig ist. Silence Armor Trim! Als ob in deiner ersten... In der ersten... Plus ein OP-Gap! Dafür hat Basti eine Woodland Mansion! Jawollo! Real Talk, dann hole ich mir jetzt aber schnell mal ein Totem dazu. Und da gibt's auch geil Gunpowder. Woodland Mansion, Real Talk, stabile Tankstelle. Und auch neues Armor Trim. Also Woodland Mansion hat mir ein Totem gebracht, Armor Trims und Gunpowder ein bisschen, aber war jetzt nicht voll mit geilo Stuff. Digi, erzähl mal den Stand, also du bist auch in einer neuen drin, oder? Ja. Bist du jetzt zum zweiten Mal in der von mir? Ich fühle mich so wie jemand, der ist so, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Apfel so isst und den Apfel nicht gesamt so ganz isst, sondern immer so ein Mensch, der so schlecht den Apfel abbeißt und zu viel am Apfel lässt. Ich habe so das Gefühl einfach, dass ich hier gerade durchlaufe und ganz, ganz viele Kisten nicht mitnehme. Heiko. Ich habe Silence Armor Trim. Bro. Dass Heiko das in der ersten und du jetzt auch in deiner ersten findest. Das Ding ist 5-mal seltener als ein OP-Gap. Oh. Newborn. Boah, Heiko, du bist krass gerade, Alter. Nummer 3. Bitte und danke. Oh, Double direkt in der ersten. Stabil. Und wir sind zweistellig. Und Basti hat auch eine. Nummer 2. Alter, das sieht so geil aus, ne? Wenn so ein Mindchef das Ganze kreuzt. Ja, ja. Aber das dann nochmal viel, viel größer irgendwie ist, ne? Ja. Plus 1. Ich hab's auch. Silence. Let's go. Das ist trotzdem unrealistisch, dass wir drei alle so schnell das Ding haben, oder? Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ehrlich gesagt hier nichts ist. Also wirklich gar nichts. Aber ich würde so langsam sagen, Leute, wir haben jede Kiste einmal durchgeballert, oder? Das würde ich... Oh, wow, 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 ich glaube, ich bin fündig geworden. Stegi. Nach was da? Traumfrau oder Ancient City? Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber okay, wir machen weiter. Oh mein Gott, nee, ich dürfte jetzt nicht klatschen. Ich muss jetzt mich super konzentrieren. Okay. Ach, nur deswegen. Merk dir einfach für einen Notfall, wenn du irgendwann nochmal in Spanien bist oder so und wenn du einfach nur Ayuda rufst, das heißt einfach nur Hilfe. Heißt das wirklich? Ja. Oder beleidige ich mich dann irgendwen? Nein, nein. Necesito Ayuda. Ich brauche Hilfe. Spawner gefunden. Oh. Nix drin. Schade. Ich glaube, ich hätte auch schon drei Spawner. Neue City! Let's go! Und ja, ist die wirklich auch neu? Die ist wirklich neu. Ich bin sehr weit geflogen. Leute, fragen noch Bock, Leute. Ich bin seit 7 Stunden live. Also, nee, Leute. Boah, das ist mir gerade viel zu viel. Plus 2. Heiko! Double! 14. Ehrlich, innerhalb von 24 Stunden machbar? Ja, also wir müssen jetzt nochmal, also lass uns mal weiterreden, wenn es jetzt bei 8 Stunden ist und ob wir dann bei 8 Stunden in Richtung 30 sind. Das wäre halt jetzt wichtig zu wissen. Also es gibt ja auch manche Spieler, die noch keinen gefunden haben. Oh, ich glaube, ich hab was. Auf geht's, Stegi. Instinct gespawnt. Nur noch 5 Raketen, das ist immer so das, was mir nicht so... Oh Gott. Der ganze Teil schon. Ich hab einen! Ich glaube, ich hab einen! Guck, ist die Zahl hochgegangen, ja, oder? Ja. Oh! Let's go, Stegi! Oh, ich hätte nicht mal die Zeit zu gucken, ob es einer ist, aber ich glaube schon, ja. Also, was ist denn mit dir da los? Oh. Ja, ich bin hier halt auf der Flucht. Hier können wir uns nicht fassen. Ja, Stegi, das ist dein erster jetzt gewesen, Alter. Du bist ja so ultra angespannt. Ja, ich bin. Das ist halt immer hier. Ich bin ja echt auf der Flucht halt die ganze Zeit. Weiter geht's. Basti hat auch eine! Jawohl! Jawohl, das ist geil! Endlich, Junge. Boah, wenn ich jetzt wieder eine Nullnummer habe, ne? Nee. Die haben wir ja schon gut. Also, die haben wir ja schon hinter uns. Doppel! Basti! Yes, sir. Nächster Doppel von Basti! Boom! Auf geht's, Junge. 19, ey, guck mal wie, also zack, zack, zack. Aber richtig zack, zack, zack. Heck, was war dein Rekord aus einer Ancient City jetzt? Boah, weiß ich nicht. 6 Stück oder so, glaube ich, oder? Ja gut, das knallt rein, aber... So. Ich
sag ehrlich, das... Ich hab zwei jetzt schon insgesamt. Oh mein Gott. Auf geht's, Digi. Schnapp sie dir alle. Oh. Leute, wir haben 20. 20 OP-Gaps. Das ist halt geil, wenn zwei Spieler an einer sind. So, dann ist es halt... Wenn es so Schlag auf Schlag geht. Ja, ja, richtiger Schlagabtausch. Und der nächste von Basti. 5 Stück jetzt in dem, ne? Ja, 5. Aber ich glaube, das müsste jetzt auch die letzte gewesen sein. Oh, nee, never mind. Hier ist ja immer noch was. Doppel von Basti! Oh mein Gott! Der Siebener! Siebener! Heiliger! Wir haben jetzt gerade innerhalb von 2 Minuten 10 Stück gemacht. Okay, Leute, ich würde sagen, hier raus, oder? Hier ist nichts mehr. Alles abgeräumt. Wir werden mal sehen. Oh, mein Dungeon. Spawner. Würde ich dir gönnen. Danke. Leider mal nein. Aber immerhin 2 Gunpowder. Oh, ich hab Outpost. Nice. Alright. Ich glaube, jeder Zuschauer wird erstmal beruhigt sein, wenn sie mich mal wieder mit dem Todemir spielen sehen. Das war bei mir keine Woodland Mansion. Oh, ich habe einen gefunden, glaube ich, oder? Ja. Wie? Was? Wo? In einem Rune Portal. Geil. Na klar. Das erste Mal durch was anderen. Na klar, dann machen wir mal das nach, hä? Das war aber auch, das ist so typisch Stegi. Stegi holt immer OP-Gaps aus sowas raus. Na klar. Ehrlich. Geiler Typ. Plus 1. Let's go. Du bist in der Engine, ne? Ja, kam lange nichts, hat man schon fast vergessen. So, Basti hat endlich mal wieder einen Totem. Oh, ich hab gewonnen. Juhu. Ich bin leider immer noch ein bisschen out of gunpowder. Ihr gar nicht. Naja, ich wirtschafte mich da ein bisschen durch. Also ich krieg das eigentlich... Also auch immer wieder in den Höhlen, wenn du dich runtergräbst oder so. Da ist ja immer wieder ordentlich was zu holen, oder? Ja, ja, aber eben dann immer... Dann ist man ja in einer anderen Mut, so ein Ding. Ja, Das ist krass. Ja, da sind schon Creeper, aber die... Ich will dich dann halt nicht töten. Gehst du in den Nether? Ja. Ich geh jetzt in den Nether. Ich wünsche dir da ganz viel Glück. Danke. Alright. Auf in den Nether. Ich gucke mal nach Treasure Bastionen. Direkt erste Kiste Pickstep. Nico, danke dir für 10 versteckte Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Kennt ihr die Bastionen, wo ihr... wo oben so der Traumpart ist von Stables, wenn Stables 6 Kisten hat? Ja, 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 kenn ich. Das ist so geil, ne? Wenn alle 3 Türme stehen. Ja. Hast du gerade? Ja, habe ich jetzt hier gerade und es ist wie Einkaufscenter. Schade. Gut, wir hauen ab. Raus aus dem Nether. Ist Time Waste. Wow! Bro, Boss! Ey, ich muss unbedingt die anderen Pieces auch noch anpassen. Also es kommt nicht in meinen Kopf ganz rein, wie hier in diesem riesigen Gebiet keine Ancient City sein kann. An was hapert's euch gerade? Ancient Cities leider. Also, weil du keine Berge findest mit Biom oder weil du dich runterbaust doch. Und dann? Ich habe ein unfassbar krasses Gebiet, gerade zum Beispiel, aber einfach keine Ancient City hier. So, Stegi, dann hol mal einen ran, ne? Ich bin dabei. Heiko, du jetzt auch, bitte. Bau mich gerade runter, find jetzt was. Basti baut sich jetzt auch runter. Wir gehen jetzt alle 3 in eine Ancient City, jeder holt 10 Stück. Du sagst es. Mann, ich würde mich auch wenigstens mal freuen, wenn ich jetzt wenigstens mal eine neaten Ancient City hätte. Weil wenigstens eine Ancient, weißt du? Wenigstens die Chance dazu. Ja. Bei wie vielen Kisten sind wir? Damit sind wir 16. Heiko? Was denn? Keine Faxen hier. So ein Totem weniger. Nee, Runeport ist nämlich alle mit. Also nehmen wir nehmen alle Runes mit. Runes werden ernst genommen. Oh, ich habe meine erste Wüste. Jawohl. Zucker auf Vorrat wird mitgenommen. Oh. Bastis erste Pyramide. Zum Glück bin ich hier hinten hingeflogen. Ans letzte Ende der Wüste. Bitte. Boah, ich finde das echt cool jetzt. Pyramide, Pyramide. Auf jeden Fall erstmal Gunpowder. Nicht mal einen normalen Gap. Ey, Jungs, wir haben so lange jetzt nichts mehr geholt, ne? Ich hole mal ganz kurz aus dem Rune Portal nochmal so ein bisschen was für die Mentalität. Okay.
Achso, sorry, meinte goldene Karotten. Mit der Faust. Oh, mein allererster Wüstentempel. Let's go, schnapp ihn dir. 4 Gaps. Ja, vor allem jetzt nach der Pleite eben, wäre das ja wohl verdient. Ja, verdient ist es. Oh mein Gott, normaler Apfel. Ja, also Bro, Real Talk, es ist echt krass. Es ist gerade echt kriminell, wie lange es dauert, dass wir was Neues bekommen. Also der 26. Gap, der quält uns gerade alle. Es ist jetzt 2:30 und für die Motivation und für alles Weitere, also auch bei den anderen, glaube ich, wäre das sehr wichtig, jetzt mal was zu finden. Pyramide. Schön, 4 Gunpowder. Okay, hier muss was sein. Ancient City. Oh Gott, Heiko, das klingt absolut traurig, wie du das gesagt hast, aber bitte hole den magischen 26. Basti? Heiko? Wenn... Oh, Double! Oh mein Gott, let's go! Endlich! Bro, der Fluch ist durchbrochen. Das heißt aber, in der ganzen Ancient City werden noch viel mehr sein, heißt das. Richtig, du sagst es. Ich wollte dir gerade was zeigen. Was wolltest du schon zeigen? Nimm mal deinen Zeigefinger und deinen Mittelfinger, mach die so zusammen. Und jetzt machst du deinen Zeigefinger so ein bisschen nach links und wieder rechts. Weißt du? Soll ich die Schere heben? Zack, 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 zack. Jawohl, ich habe eine neue. Solid. Aber wenn ich, also Jungs, wenn ich jetzt back to back to back Nuller habe, also dann wisst ihr selber, ne? Nichts gefunden bis jetzt. 3 Nuller. Ich glaube, das sind 3 Nuller. Ich habe meine dritte Nuller hintereinander. 3 Ancient Cities hintereinander, in der nichts drin war. Aber never surrender. Bro. Oh, ich habe einen Deep Dark. Ancient City. Boom. Auch jetzt für ihn. Oh, ich bringe jetzt hier... Wie viel haben wir jetzt? 30? Ich mach die 40 voll. Okay, ich habe es jetzt einfach gesagt. Die 40, weil ich noch ein paar auch zusammenkratze, also crafte. Komisch. Vierte! Fünfte! Oh, wir haben 2 weitere! Digga. Ja! Emotionen pur. Halber Alter. Stack, Jungs. Halber Stack. Basti hat eine. Jawohl! Basti findet jetzt. Real Talk, wenn Basti 4-mal hintereinander nichts hat, seid mal bitte ehrlich, verdient habe ich es nicht, oder? Mhm. Basti hat einen Doppel. Ist das wichtig fürs Selbstbewusstsein? Ey, Bro, Real Talk. Also wenn das die 4. geworden wäre mit Flaute, wow. Der 3. Jawohl. Ja, schau an. Der 4. Oh mein Gott. Schau an. Alright, ich bin am Leben. So, kurz Bestand aufs... Wir müssen mal jetzt hier ganz kurz auf fürs Video ein kleines Update. Wir sind jetzt hier 10,5 Stunden drin. Es ist 2:30 in der Nacht. Jungs, wie fühlt ihr euch? Gebt mir eine Stellungnahme. Ich würde jetzt ein Like da lassen, so gut geht's mir. Okay. Mir geht's wunderbar. Wie weit seid ihr zufrieden mit eurer eigenen Performance? Hat Heiko überhaupt geantwortet drauf? Oder war das die Antwort? Ich hab mich ganz gekonnt gedrückt davor. Du bist ganz schön kaputt, oder? Ein bisschen. Ich auch nicht. Aber ich hab mir noch nie so viel Gedanken zu gemacht. Heiko hat ein Schild aufgestellt. Losgelassen, 2:47 Uhr. Es ist soweit. Heiko, wie, was meinst du? Du hast stabil geballert. Bis morgen um 10. Bis morgen, Heiko. Jo. Frisch gestärkt. Hey. Wir hören uns. So, und jetzt machen wir richtig, wir beeilen uns richtig krass, okay? Stell dir mal vor, der lockt sich morgen ein, da steht da so 120. Ja, yeah, oder nur noch einen. Nur noch einen einzigen braucht man, weißt du? Ja, lass machen. Oh, ich hab eine Ancient City. Come on, jetzt direkt mal einen Rekord aufstellen. Doppel! Nein. Zweite Kiste Doppel. Ich hab legit irgendwie nur Doppel, ne? Immer nur Doppel. Oh, das war geil. Doppel. Wieder ein Doppel. Wieder ein Doppel. Oh, 45. 45. Boah, ist das schön. Man geht hier einfach durch. Man hat schon 4 OP-Gaps raus. Und man weiß, alles, was jetzt kommt, ist extra, oder was? Ja, so. Ja, ja, on top. Ja, ja. Doppel. Wieder. 6er. Insgesamt. Digga, schon wieder? Triple Doppel. 47, Stegi. Was tue ich? Alter. Stegi, nochmal 2. 8 Stück. Alter. 8. Wenn 49... Stell dir mal vor, wir haben häufiger solche. Aber haben wir irgendwie nicht, check's nicht. Ja, ich habe dann erst davor, habe ich 3-mal gar nichts. Und jetzt hau ich hier einen 8er. Neuer Rekord. Neuer Rekord. Der 7er Rekord von Basti wurde geschlagen. Ich rede auch über mich, als ob ich eine andere Person wäre. Ja, der, aber das ist gut. Ich habe eine neue Ancient City.
Oh, aber geh da noch rein auf jeden Fall. Ja, oder? Klar, das mache ich jetzt. Also, das, die wird jetzt richtig scheppern. Hilfe. Bro, das sind die einfach nur so als so. So, ja. Na, das sieht auf jeden Fall auch big aus. Sehr verwinkelt, sehr viele. Stegi. Oh, okay. Ja. Das ist neuer Rekord, weil das hatte ich heute auch noch nicht. Triple-Kiste. Triple OP-Gap in einer Kiste. No way. 58. Alter. Um 4.08 Uhr mal eine Triple-Kiste geholt. Und da ist mein erster. Geiler Typ. Geiler Typ. Basti nochmal mit einem Doppel. Nochmal eine 5er Ancient City zur späten Stunde. Stegi und ich, wir sind jetzt die letzten Verbliebenen. Es ist jetzt 4:30, wir machen jetzt den taktischen Schlaf. Wir legen uns ein paar Stündchen pennen. Dann geht's morgen früh direkt weiter mit dem XXL Grind. Wir haben nach über 12 Stunden Ingame-Zeit 62, wir haben nicht mal ganz die Hälfte, aber jetzt nochmal zum Schluss gut aufgeholt. Wir dürfen auch nicht vergessen, in den 12 Stunden ist auch nochmal Equip-Phase mit drin. Es läuft, es ist machbar, definitiv. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt sicherheitshalber schlafen, weil es könnte vielleicht sein, dass noch eine zweite Nacht draufkommt. Wir wissen nicht, was jetzt am nächsten kommenden Tag noch angeholt werden kann. Deswegen sehen wir uns gleich nach einem Cut wieder, wie wir einmal entspannt schlafen waren. Damit guten Morgen an alle Zuschauer. Die Schlafpause ist zu Ende. Stegi ist gestorben. Stegi hat sich nicht ausgelockt vom Server und ist an Phantomen gestorben. Oh, mein Gott. Ich sag noch zu Heiko so, ja, hey, der Counter ist falsch. Wir haben viel mehr. Wir haben 62. Und dann ist mir so langsam aufgefallen, warte mal, das ist ja genau die Anzahl, die Stegi hat. Oh, mein Gott. Ja, was ist jetzt das Schlauste? Wir müssen jetzt halt überlegen, weil Stegi hat jetzt auch keine Elytra. Ich meine, wie lange würdest du über Nether brauchen, wenn du jetzt vielleicht, wenn du 20 Obsidian hast, Netherdecke und dann, oder du brauchst ja nur 10. Boah, ich glaube, Netherdecke würde schon gehen. Ja, ich glaube, easy. Also ich habe hier direkt ein Portal und dann kann ich hier einfach wieder raus. Ich lege meine Ding in eine Chest, nicht erschrecken, ne? Heiko, alles okay? Kracht? Es kracht. Was los? Halbes Herz, Best, schon nichts gefunden. Wenn ich maybe einfach wirklich den... Wann Full Netherite? Wir können auf jeden Fall noch Full Netherite auch mal farmen. Also ein bisschen durch Treasure Bastion. Bist du hier? Ja. Bin im Dorf hier direkt. Ich hab die Obby hingeworfen. Yes. Come on, Boys. Halleluja. So, Jungs, aber dann wird jetzt auch schön aufgeholt. Jetzt alle drei wieder unterwegs. Alle drei am Looten von Ancient Cities. Du sagst es. Vamos. Ancient City. Ancient City bei Heiko. Let's go. Double. Plus 2. Heiko. Das ist gerade direkt vor meinem Boden, vor meinem... Last 2. Heiko mit einer 6er? Jawoll. Oh, jetzt hier. In einem Rune mal. Ey, Leute. Wie viele Runes soll ich denn noch bitte aufmachen? Ich habe bis jetzt alle meine OP-Gaps, die 35, alle nur aus Ancient Cities. Ich möchte für die Variation nur ein paar. Ich habe gesagt, heute 2 Stück aus was anderem als Ancient Cities. Snowy Slopes fühlt sich echt nicht so gut an, das zu machen, da zu gehen, ne? Ja, das fühlt sich so fake an, weil die manchmal auch so flach sind und so. Nicht mal wie ein Bär. Ja. Ancient City! Jawoll! Snowy Slopes, Basti. Doppel! Jawoll! Doppel! Oh mein Gott! Auf diese eine Kiste bestehe ich jetzt noch. Da. Und zum Glück noch ein Doppel! Boom, 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 boom. Sechser! So, wir machen aber, ich würde sagen, den Helm, oder? Also, einmal den Helm auf Netherite. Und dann... Boss. Komm. Boah, juhu! Ich hab's gesagt! Das erste Mal aus einer anderen Struktur. Basti hat einen OP-Gap. Aus welcher? Aus einer Thresher-Bastion. Also, dass ich das erste Mal den aus der Thresher hole. Geil. Das freut mich richtig gerade. Ich habe eine Ancient City gefunden. Let's go! Es hat sehr lange gedauert. Aber sehr stabil. Heiko, ich habe meinen ersten OP-Gap aus was anderem als einer Ancient City. Woher? Einer Thresher-Bastion. Ja, wallo! Und hast du es gemacht? Ich habe einen Gap gefunden. Richtig. Double! Double! Boom, 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 boom. Double! Er übertreibt. Was passiert hier gerade? Bläh!
Oh, doch kein Blade. Tut mir leid. Ich hab nichts gemacht. Oh, plus one. Boah, okay, krass. Das ist, was ist das, eine Sechser? Ich glaube, jetzt ein Sechs gerade, ja. Come on. Ein OP-Goldapfel. Bro, also diese... Die Glowberries, die lächeln mich so... Doppel! Die lächeln mich immer so an. Boah, wichtiger Doppel. Eine schöne Dreier. Das ist so schön. So. Also ja, wir nehmen jetzt das komplette Silence Armor Trim runter. Es sieht cool aus, aber ich weiß nicht, bin ich der Riesenfan von Silence, weil ihr werdet sehen, jetzt ist es dann aber so, dass es halt viel mehr nach weiß aussieht. Und das finde ich irgendwie besser. Deswegen. Bro, oh mein Gott. Das sieht geil aus. Hilfe, sieht das sick aus. Boss. Digga, ist das deine erste heute nach 5 Stunden? Ich denke ja. Geiler Typ, aber trotzdem. Alter. Oh, wir haben einen. Oh ja, mein Gott. Das ist der Beste. Zwei, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Oh mein Gott, Double. Oh, lässt ihn liegen. Ich hätte fast Double liegen lassen. Oh. Ja. Let's go, Stegi. Was geht hier? Aber nirgendwo Äpfel drin. Geil. Vier in einer. Was? What the f***? Niemals. Vier Stück in einer. Digga. Screenshots. Bro, vier. What? Holy shit. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ich dachte, drei ist Max. Ancient City. Vamos. Ich hab Bock, jetzt wirklich ganz, ganz viel rauszuholen. Come on, ich will jetzt mal wieder eine richtig große Rekord. Doppel. Gap aus dem Rune Portal. Let's go. Jawoll. Dann hat jetzt jeder auch einmal einen geholt aus einem Non-Ancient City. Single. 99. Ein 100! Ja! Dreistellig! Oh mein Jawohl. Gott, zwei Drittel geschafft. Jawohl. Ist echt eins meiner... Noch ein Gap aus dem Rune Portal. Wow. Mach mal halblang. Two down. Und Basti hat eine neue Ancient City. Ey, ehrlich, so Standing Desk ist irgendwie schon geil. Junge, drei, vier Schmieden. Holy. Vier Schmieden in meinem Dorf selten. Ja. Geil. Komm, jetzt mal aus dem Minecart. Heiko, wenn du einen Beruf haben müsstest in einer Minecraft-Welt, was wäre dein Beruf? Beschränkt auf die Villager-Berufe? Nein, generell, sei kreativ. Ich würde Rasen mähen, voll klar. Landschaftsgärtner wäre ich. Oh, geil, to be honest. Ich wäre ein Wither-Skelett. Quatsch hier gerade drüber, was ihr gerade machen würdet, wenn ihr nicht Minecraft spielt jetzt. Ja, welchen Beruf, also was wir für einen Beruf in Minecraft ausüben würden? Schmied. Nee, was Kreatives. Oh, die erste Menschen, die ich einfach so finde. Geil. Hast du Totems noch? Ja, ich glaube drei oder so. Hast du sie auch immer in der Offhand? Ja, meistens schon. Ja, voll. Wurde schon gefragt, das ist absolut klar. Hugo kann weg. Nee. Nee. Oh mein fucking... What? Oh mein Gott! Komm, hier nochmal Double, bitte. Oh mein Gott! Jawohl, plus zwei. Immerhin. Wichtig, wirklich. Jetzt sind wir wieder auf dem alten Stand. Oh, nochmal! Boom! Wieder Doppel! Yes, sir! Geil! Das sind zwei, Basti! Zwei Ancient Cities in einer! Ja, das sind zwei Stück, wo ich gerade bin! Sowas ist geil! Oh mein Gott! Das habe ich einmal generell mal so gehabt, aber fällt es jetzt erst so auf, wie viele Kisten es jetzt so insgesamt sind, oder was? Ja, das hat halt nicht aufgehört und jetzt habe ich gerade gesehen, dass hier zwei Portale sind. Krass, Junge. Boah. Oh, P-Gap aus einer Pyramide. Das erste Mal. Let's go. Bro, kurz Schock, ne? In der Kiste waren auch noch drei normale. Ich habe kurz gedacht, ich bin jetzt Weltmeister, aber... Boah, jetzt mal wieder durch eine Wüste was holen. Auf geht's. Müssen Zucker auch mal wieder ran holen. Lol, wieder Brunnen hier, warte, chillt. Der Chiller. Pyramide.
Weil Basti jetzt schon länger flauti, leider. Ich habe hier wirklich 8 so gigantisch große Berge. Mhm. Aber irgendwie fühlen die alle zur selben City. Ich baue mich so 200 Blöcke weiter runter oder so oder noch mehr und ich komme trotzdem da raus. Hab, glaube ich, wieder eine. Aber bitte nicht dieselbe. Nee, ist eine neue. Ja. Geil, gönn dir. Jawohl, plus one. Immerhin. Auf geht's. 1-1-2. Jeder einzelne zählt. Double! Let's go! Schön, Heiko. Yeah. Sehr, sehr gute Arbeit. 36 to go. Das klingt ehrlich gesagt schon auf jeden Fall sehr machbar. Boom. Nochmal! 6 Stück. Sind 6 bis jetzt? Glaube ja. Also für die restlichen 33, also Real Talk, ich muss jetzt einfach, gerade wie gesagt, ist halt ein bisschen Flaute. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach ein paar stabile Spots wieder finden. Sowas halt jetzt hier auch. Und dann sollte es rein theoretisch möglich sein, dass er das bis, ich sag dir ehrlich, so um 1 Uhr sind wir fertig eigentlich. So dass man eventuell wirklich normal, also normal schlafen gehen kann. Das wäre halt geil für den Rhythmus, das wäre am besten. Ich bin, also wie ich aus dem Dunklen da reingelaufen bin, ne? Ich gehe jetzt, glaube ich, in den Deep Dark. Jo. Ohne halt viel Stuff. Aber ich muss jetzt, weil hier in der Nähe ist ein Berg. Come on, Boys. Stege, du jetzt auch. Okay. Ich mache jetzt einen Call. Ihr könnt mich jetzt dafür hassen oder nicht. Ich sage, egal, selbst wenn wir 150 OP-Gaps dort oben rechts zu stehen haben, wenn Stege davon nicht einen einzigen beiträgt, haben wir es nicht geschafft. Stegi, okay, muss hätte, mindestens sagen, einen so. OP-Gap dazu beitragen. Er hat sein eigenes Grab geschaufelt. Es ist passiert. Du hast ja immer gesagt, Stony Peaks, das ist ein Easy Peak, ne? Ja. Ich habe das jetzt gesagt, Stegi, zeig mal bitte ganz kurz dein Inventar, was du hast. Was hast du für Essen? Ich brat mir das jetzt und jetzt gehe ich hier gerade runter. Guck hier. Stony Peaks, ich gehe da jetzt runter, unten rein. Bro, ist das krass. Nicht mal eine Axt. Ich kann nicht mal die Kisten danach schnell abbauen. Eine Steinaxt habe ich gerade. Mach dir Eisen, du hast noch Eisen da. Naja. Du sagst Stony Peaks, easy. Doppel! Peak. Jawoll! Erste Kiste, ein Doppel. Die erste Kiste, ein Doppel. Versteht ihr das? Single. Let's go. Er hat einen! Noch nicht, aber ich bin bei einer City! We built the city! Feierabend für mich! Hast du einen? Ja! Leg! Jawoll! Oh! Yes! Füße hoch, Stegi! Alter! Oh! Heiko, wir beide jetzt Hand in Hand. Boom! Double! Double! Jawoll! Das ist gecallt, Basti. Double! Vierer! What? Vierer von Basti! No way! Was? Schäfer! Bro, 130. Heiko, wir machen Deckel drauf. Ey, wir haben gerade 10 Stück in einer Minute gefunden, oder? Bro, einfach dieser Vierer. Weißt du, was das für Glücksgefühle mir auslöst? 20 Stück. Leute, checkt ihr das? 20. Double. Double von Heiko. Oh mein Gott. Du hast eine 6er, oder? Insgesamt? 7 gerade. Boss, Real Talk. 7. Shepard. Hä, warte mal. Sind das 2? Hast du auch eine Double? Nein. Ich glaube, ich habe eine Double. Oh mein Gott. Warte. Hier ist das Portal. Ja, das ist eine Doppel! Eine Doppelte! What the fuck? Oh. Das ist eine Doppelte. Es sind 2 auf einmal. Hier ist nochmal eine komplett neue Ancient City. Ey, Vierer und Doppel zusammen, was ist das denn? Doppel. Dann lehne ich mich jetzt zurück. Doppel Ancient City und ein Vierer. Aber da müssen jetzt noch mal ein paar OP-Gaps kommen. Okay, aber ich möchte mindestens noch mal ein Doppel oder so finden. Okay, einen Single. Schön. Jawoll. Nimm mal mit. Noch 17 to go. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, also jetzt fange ich an zu trippen. Ich glaube, ich habe 3 Ancient Cities, kann das sein? Warte mal. Ineinander, glaube ich. Warte mal. Also ich habe hier neue Kisten. Ich muss gucken, ob die anderen auch nochmal neu sind. Es ging jetzt hier um so eine Seitengasse. Nochmal
weiter. Ja, ist eine dritte. Ich schwöre, es ist eine dritte. Das sind drei Ancient Cities ineinander. Drei Ancient Cities in einer. Ist da also das zu sehen? Was passiert hier? Ich gucke jetzt, also das hier ist eine, ja? Ja. Das ist die... Ey, Riddix, zeigen wir die 10. So, das ist hier die eine. Dann fliege ich hier hin. Ist hier die zweite. Das ist das zweite Portal. Boah. Und jetzt passt mal auf, von diesem hier, da waren wir gerade am Anfang, fliege ich da lang. Ja, holy shit. Hier ist das dritte. Aber fühlst du auch, es fühlt sich so an, als wenn jetzt auf jeden Fall noch ein viertes da sein müsste. So vom Ding her, wenn du das rumfliegst, es fühlt sich so an, als wenn jetzt so, es einfach immer weitergeht, weil es so riesig ist. Ja, also der gesamte Untergrund ist halt hier komplett ausgehoben. Hier kannst du eine Base drin bauen. Alter. Wie fühlt ihr euch fitnessmäßig? Meine Arme und Beine fühlen sich nur an, als würden sie bald abfallen. Also aber das ist, wenn sie taub. So langsam habe ich kein Gefühl mehr. Ja. Okay, ja. Ja, das ist aber normal. Das stimmt. Na Stegi, wie läuft's? Hey, gut, warum? Nur so. Ist der ein bisschen warm? Yo. Stony Peaks hat wieder zugeschlagen, Jungs. Schon wieder. Hey, Basti, du bist ein Biest. Yeah. Geil. Ich hoffe einfach, Retalk, dass diese Ancient City jetzt unter mir so richtig scheppert. Wir können die gleich looten. Das wird geil. Doppel! Macherballer, jetzt geht's los. Boss. Noch 11. Double! Oh, 9 Stück. Nur noch 9. Heiko, verstehst du das? Double! Oh mein Gott! Ich mach jetzt die Decke drauf. 9 Stück nur noch. 7. Ich bin in der 6er, ne? 6er Festung. Double! Let's go! Oh mein Gott! Oh, Nein. Die suchen sich jetzt alle einen Gegenstand, an den sie festhalten können. Wir machen den Deckel drauf. Stege, du jetzt auch. Single! Ja, noch 4. Oh, bei mir war es auch knapp. Ich hätte auch gedacht, ich hätte einen, aber hat's keinen. Single! Bro. 3 Stück doch! 3 Stück entfernt von den 150. 3 Stück. Oh mein Gott, wie schnell ihr das jetzt macht. Also, ihr macht gerade Speedrun, for real. Warte, ich habe hier noch eine. Leer. Bei mir ist auch noch eine Chest. Ich guck rein. 3, 2, 1. Nee. Ich habe eine. Ich habe eine Ancient City. Oh mein Gott. Unter einem Stony Peaks. Unter einem Stony Peaks wieder. Stony Peaks ist es mein absolutes Lieblingsbiom. Basti, mach es real. Ich mach's jetzt. Ich mach den Deckel drauf. Ich mach jetzt den Deckel drauf. Gib mir den Deckel, ich mach ihn drauf. Gib mir den Deckel, ich mach ihn drauf. Okay, ich reiche ihn dir. So, ich hab einen. Einen habe ich gefunden, aber ich musste ganz kurz flüchten, weil ich sonst gestorben wäre an einem Warden. Lol, eigentlich. Bruder, ich hab zugeschaut. Lasst ihr euch immer so oft abschießen? Hä? So sieht das aus, wenn ihr das gespielt habt. Ja. Heiko, wie oft hat dich heute einer abgeschossen? Abgeschossen nicht so oft. Vielleicht so 10 Mal oder so. 148. Oh mein Gott. Ey, ein Double ist so easy, Basti. Einen Double. Einen Double! In der Lava! In der Lava versteckt! 150! Ist das krank! Let's go! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Holy! In unter 24 Stunden. 22 Stunden, 43 Minuten. 150 OP Goldäpfel. 1,5 Millionen, / 1,5 Millionen Abonnenten. / 1,5 Millionen Follower Special. Let's go, ist das krass? Ist das krank. Jungs, wir haben es geschafft.
Wir haben es einfach durchgezogen geschafft. Alter. Also, passt auf. Lass uns ganz kurz festhalten. Wir haben jetzt hier insgesamt eine Sache gestartet, bei der man überhaupt nicht einschätzen konnte, wie lange das dauert. Keiner hatte ja eine Ahnung, wie lange wird das dauern, 150 OP-Gott-Äpfel zu finden. Es ist komplett glückabhängig. Wir sind vollkommen einfach eingestartet. Einfach gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man es in unter 24 Stunden schaffen kann. Wir sind über 30 Stunden live mit einer kleinen taktischen Schlafpause. Es ist ein unfassbar geiles Event gewesen. Ich bin euch, also an jetzt Heiko und Stig, ich bin euch so unfassbar dankbar, dass ihr das Ganze mitgemacht habt. Und oder euch hätte ich das nicht geschafft, niemals. Aber und am Ende stehen wir jetzt hier und sind schon fertig. Ich kann mich noch voll dran erinnern, als wir so am Anfang losgelaufen sind und in diesem Dorf getradet haben. Und jetzt ist es einfach schon wieder vorbei. Unfassbar. So schnell geht's. Das so lange ist das nicht her, als ich beim Dorf war. Also. Schaut auf jeden Fall bei Stege und Heiko vorbei. Beide sind in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal auf weitere, noch hoffentlich geile Specials, auf viele weitere krasse Aktionen, die wir immer wieder zusammen erleben und machen werden. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dann.